Grüß Gott, ich bin Dr. Christoph Betzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt und ich begrüße Sie hier in meiner Sprechstunde. Sie werden sich vielleicht fragen, was soll denn ein Video über Bettschrägstellen für einen Sinn machen? Tja, das ist eine völlig nebenwirkungsfreie und hocheffiziente Methode bei kleinen Kindern, insbesondere bei Babys, aber auch bei den Großen zu erreichen, dass die Nase bei einem Schnupfen oder einer Erkältung offen bleibt. Jeder von uns kennt es. Wenn wir Schnupfen haben und uns flach ins Bett legen, geht die Nase relativ schnell zu und es ist furchtbar lästig, durch den Mund atmen zu müssen. Legen wir unseren Oberkörper etwas höher, ist es besser, die Nase wird freier. Bei Kindern ist aber das Benutzen von Kissen nicht sinnvoll, weil sie leicht abrutschen und der Kopf so abknicken kann. Und bei Babys unter einem Jahr sind Kissen ja auch gar nicht erlaubt wegen Erstickungsgefahr. Haben Babys aber eine zu enge Nase, ist ihr Schlafen und Trinken erheblich eingeschränkt. Liegen sie aber auf einer schiefen Ebene, was das schräg gestellte Bett ja ist, bleibt die Nase leichter offen und die Kleinen schlafen besser und die Eltern damit auch. Und das Trinken klappt auch besser. Ich propagiere diese Methode schon seit Jahrzehnten. Ich stelle aber fest in der Sprechstunde, dass es mit der praktischen Umsetzung dieses Tipps etwas Schwierigkeiten gibt. Und deshalb zeige ich hier anhand von Bildern, wie ich mir das vorstelle und wie es entsprechend auch von Erfolg gekrönt sein wird. Das Schrägstellen des Bettes. Es gibt dazu mehrere Methoden. Die einfachste ist, wenn man einfach etwas unter das Bett stellt, so wie hier, Bücher unter die Bettfüße der Kopfseite oder einen stabilen Karton oder einen Balken mit dem Ziel, eine schiefe Unterlage zu erzeugen, sodass, egal wo das Kind liegt, die Nase immer der höchste Punkt des Körpers ist und, was besonders wichtig ist, die Wirbelsäule dabei gerade bleibt. Wie schräg man dabei das Bett stellt, hängt davon ab, welchen Erfolg man hat. Reicht eine geringe Neigung schon für eine freie Nase? Super! Wenn es mehr Schrägstellung braucht, dann ist das im Prinzip so weit schräg möglich, solange das Kind gerade nicht nach unten rutschen kann. In einem solchen Fall ist es sinnvoll, jedenfalls einen Schlafsack zu benutzen und rechts und links von dem Kleinen unter dem Leintuch Handtuchrollen zu platzieren, sodass das Kind seitlich nicht abkippen kann. So wie Sie das hier sehen. Ich habe einen befreundeten Schreiner gebeten, mir einmal einen verstellbaren Matratzenrost zu bauen, mit dem ich zeigen kann, wie es noch professioneller zu bewerkstelligen ist, das Schrägstellen des Bettes. Und das sieht dann so aus. Sie erkennen zunächst einen scheinbar ganz normalen Lattenrost. Den kann man aber schräg stellen und in verschiedenen Höhen arretieren. Sollten Sie so etwas für Ihr Kind wünschen und es nicht selbst herstellen können, so ist mein Schreiner gerne bereit, es für Sie herzustellen. Sie müssen dazu nur die Maße Ihres Bettes mitteilen, sodass er es passgenau fertigen kann. So, jetzt wissen Sie also genau, was ich mit Schrägstellung des Bettes meine. Und ich kann Ihnen versichern, dass Sie mit dieser Methode, verbunden mit den Tipps, die ich in meinem Video über den Säuglingsschnupfen Ihnen schon verraten habe, deutlich stressfreiere Nächte mit Ihrem verschnupften Baby oder Kleinkind haben werden. Viel Erfolg!